Ich möchte nun einmal auf Piktogramme zu sprechen kommen. Wo brauche ich sowas? Zum Beispiel im Matheunterricht bei Achsensymmetrie. Ich habe hier schon mal einen Schmetterling gezeichnet und dann kann ich den duplizieren und dann auch einmal spiegeln und dann kann ich das zu einer achsensymmetrischen Figur zusammenbauen. Und die Schüler können dann im Unterricht die Symmetrieachse hier in der Mitte einmal einzeichnen. Wie gestalte ich solche Figuren? Ich habe die Möglichkeit, auch Figuren oder Piktogramme bei Draw zu finden in der Galerie. Da finde ich unter Symbole einiges. Hier zum Beispiel die Weltkugel habe ich eingefügt oder noch andere Piktogramme. Und diese Piktogramme sind auch Grafiken, die ich, wenn ich sie einfüge, die ich dann auch vergrößern kann. Und dann kann ich auch hier die Gruppierung aufheben und einzelne Teile bearbeiten. Auch finde ich hier einmal weitere Galerien, die ich dann herunterladen kann mit anderen Symbolen dann. Da kann man, glaube ich, auch selber was hochladen. Und jetzt möchte ich einmal zeigen, wie man sowas macht. Ich habe hier einmal ein Bild einer Banane und das habe ich selber fotografiert und eingefügt. Bei Bildern aus dem Internet wäre ich vorsichtig bezüglich der Rechte. Da weiß ich nicht, wie das mit der künstlerischen Freiheit dann ist, wenn man da Sachen dann von anderen Werken übernimmt. Man kann aber auch Bilder finden mit besonderen Lizenzen, die heißen dann Creative Commons Lizenzen. Da sind dann bestimmte Sachen vorgegeben, dass man eventuell noch den Autor nennt oder dass man das weiter verwenden kann, ohne irgendwelche Gedanken an Lizenz verschwenden zu müssen. Auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall, wenn man selber was fotografiert. Das habe ich hier einmal gemacht. Und ich benutze hierfür jetzt einmal die Freihandform, Freihandlinie und zeichne dann einmal den ersten Teil hier vor. Das muss nicht immer genau sein. Wenn man einen Zeichenstift hat, geht das vielleicht noch besser. Und dann zeichne ich hier einmal noch die zweite Fläche. Ja, will er nicht. Das kann da ruhig ein bisschen überstehen. Und dann zeichne ich hier oben noch einmal die Spitze. Ich auch ein bisschen rüber laufen lassen und unten am Ende zeichne ich auch noch mal eine kleine Fläche. Und dann kann ich mein Bild auch löschen und hier einfärben. Das mache ich mal in Gelb. Das mache ich mal ein bisschen dunkleres Gelb, ein bisschen. Und dann kann ich die Spitze in Schwarz einfärben. Und hier das Ende in Braun, Braunton. Und dann habe ich meine Banane, die ich dann frei auf meinen Arbeitsblättern benutzen kann. Und die kann ich noch gruppieren. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.